Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kingdom Come Deliverance. Wir sind stehen geblieben hier im Lager der Banditen in Vranik, oder wie immer das ausgesprochen wird. Und wir haben jetzt das Problem, dass wir hierher gelangt sind, nachdem wir hier erkunden wollten und einen alten, doch eher Bekannten getroffen haben, der quasi sich entpuppt hat als Gegner, was mir schon damals relativ offensichtlich erschien. Ach du Kacke. Ranch hat mich jetzt hier festgepackt. Nee, noch kann ich mich bewegen. Kann ich denn hier drüber springen? Ist das denn möglich? Nein. Da jetzt weiter. Ich muss irgendwie durch diese Öffnung. Ich könnte rennen. Der hat uns davor erklärt, wie wir hier rauskommen, oder? Ich habe einen anderen Plan. Besseren. Für mich ist ersichtlich, warum wir den Typen da oben gekillt haben. Ich glaube, da kommen wir raus. Erstmal. Hier können wir auch nicht drüber springen. Aber da. Hier kommen wir drüber. Und das ist ein Grund, warum wir hier drüber kommen. Weil es sonst keinen anderen Weg gibt hier raus. Ohne jemand zu konfrontieren. Das heißt, wir können jetzt hier rausspringen. Und sind jetzt hier draußen. Kann ich da drüben noch jemand umbringen, ohne dass ich bemerkt werde? Ja. Nein. Wir lassen uns einfach. Lass uns einfach gehen. Wenn ich ehrlich bin, vielleicht ist hier keine Konfrontation nochmal raus. Ich komme nicht hoch. Ich kann nicht springen. Das heißt, ich muss einen anderen Weg finden, um erstmal hier hochzukommen. Gibt es überhaupt einen anderen Weg? Weil da vorne brauche ich gar nicht probieren, hochzukommen. So, warte mal. Da. Da gehen wir jetzt hoch. Wir müssen nur hoffen, dass der eine Typ uns nicht entgegenkommt. Oder der. Okay, er dreht sich da um. Ich weiß nicht, wie es in einem anderen aussieht. Müssen wir hoffen. Die müssen wir definitiv wegschnetzeln. Okay, das Gute ist, dass wir auf den ganzen Weg ihn überhaupt nicht sehen. Bedeutet, wir haben Platz. Es ist jetzt nicht so, dass er uns jetzt sofort entgegengelaufen kommt und wir keine Chance mehr haben zu reagieren. Die Frage ist bloß, wo ist der hingelaufen? Ich meine, hier war dann so ungefähr der Punkt, wo der angekommen ist. Ich sehe das Feuer. Er kommt uns entgegen. Okay, wie weit kommt denn der, ist die Frage. Der kommt näher. Immer noch näher. Oder kommt noch näher. Ey, der muss langsam mal anhalten. Da hält er an. Okay. Jetzt müssen wir ihn umdrehen lassen. Komm. Dreh um, Boy. Er kommt näher. Jetzt soll der langsam mal umdrehen. Er drängt uns ganz schön weit zurück. Wenn er nicht anhält, haben wir ein Problem. Warte, wie weit kommt denn der vor? Der kommt immer noch. Alter, was ist mit dem los? Komm, an der Hecke bleibt er stehen, gut.
Wir haben jetzt einen ganz weiten Weg, um ihn einzuholen. Ich hoffe mal nicht, dass der auf dem Rückweg genauso stehen bleibt. Wer bist du? Das ist doch jetzt fake. Geh doch mal aus dem Baumstumpf raus. Puh. Ich würde mal denken, der übernimmt jetzt die Spur von dem. Ja. Und der wird jetzt hier gleich runterkommen. Okay, den machen wir da. Der kommt auch. Warum zum Teufel kommt der auch gelaufen? Wir sind aber schneller. Wir töten den und bringen ihn schnell weg. Komm her. Macht dich kalt, dann muss ich dich irgendwo verstecken. So, den Hammer aufheben. Mitnehmen. Wo schmeiß ich dich hin? Hier hinten oder so. Fuck. Liegt das Ding jetzt hin? So, plündern. Den Dietrich nehmen wir mit. Den Apfel, das Dörrfleisch, die Groschen vor allem. Okay, dann irgendwas Gutes dabei gehabt? Nein. Okay. Der kommt jetzt auch wieder. Müssen wir warten, bis er vorbei ist. Das Schwert gezogen. Geht doch hier drauf, verdammt. Kann ich erzählen, dass... Alter, ich finde das gerade so dumm, dass der nicht springen kann. Warum können wir denn nicht springen? Boah, ey, wir haben es trotzdem geschafft. Das kommt da ein neuer. Was zum Teufel ist denn hier für eine Abwechslung? Okay, warten. Du musst erstmal vorbeikommen, dann muss ich den wegmessern. Das weg. Wo ist denn der hin? Das ist einfach weg. Hier ging es gerade irgendwie drauf. Wann ist die Stelle? Gerade irgendwo drauflaufen. Meine Gebete wurden erhört. Gerade wollte ich meine Wut an jemandem auslassen. Sein. Er muss hier irgendwo stehen. Wow, der hat die Leiche gesehen. Und er sieht mich durchs Gebüsch. Ich komme nicht weg. Das ist so fake hier. Ja, es ist vorbei. Wir kommen nicht weg. Okay, müssen wir das laden. Das ist so weit weg, dieser Speicherpunkt. M-
müssen jetzt den Typen erst wieder da oben töten. Wir haben es komplett nicht aussortiert. Ich lasse Sachen einfach fallen, es ist kackegal. Die Bögen weg hier. Die Fackeln brauche ich nur zwei. Das Ding will ich nicht haben. Obwohl, das war gerade viel wert. Na, scheiß der Hund drauf. Dieses komische Zaubending hier. Das Ding. Was war noch unwichtig? Das. Die Dinger hier. Ist noch leicht über dem Gewicht. Lederwams. Schmeiß mal weg. So, ist mal fast da. Ganz normal. So, ich kenne den Weg jetzt. Hä, hey, warum kommt der denn jetzt? Jetzt hat er komplett das Spielprinzip geändert. So ein. Das ist echt böse. Da kam jetzt auf einmal einer. Kommt jetzt nochmal? Jetzt kommt keiner. Okay, fallen lassen. Zwei fallen lassen. Fallen lassen. Die konnten wir fallen lassen. Das hier unten. Die beiden. Das Ding. Das Ding. Ich glaube, die zwei Schwarzen, ja. Ach ja, den Eisenhut. So, und einmal das edle Ding. Das war das Schlechtere. So. So. Auf ein neues. Wir gehen hinter, messern den. Versuchen einfach mal schnell abzuhauen. Versuchen jetzt gar nicht viel Terrain zu machen. Wir machen es einfach kurz und knackig. Leider benutzen. So. Ein bisschen. Den haben wir damit, den lassen wir einfach fallen. So, plündern. Den Dietrich nehmen wir mit. Die Frezel. Groschen. Zierschütt lassen wir hier, die Verbände nehmen wir noch mit. So. Dann gehen wir hier drüber. Ja. Zack. Da ist gerade einer. Hey, wer ist da? Wer ist da? Was glaubst du, dass man da aussieht? Was ist hier los? Dann laufen denn sie zwei lang. Das macht alles überhaupt keinen Sinn, was hier immer wieder verändert wird. Dass ich eiskalt immer auf der Brücke. Das heißt, erstmal kurz warten. Wir müssen einfach im richtigen Intervall reinstechen. Ich habe keine Ahnung, wann der ist. Die wechseln sich so oft ab und laufen anders. Ich muss einfach versuchen zu morden. Das
das Lager selbst wäre Blödsinn. Wir müssen schon außen rum. Und der macht mehr Probleme hier. Was ist das? Hey, wer ist da? Und die haben sie noch gesehen, leicht. Sie jetzt nicht mehr. Wir sind eigentlich in seinem Rücken. So. Dann machen wir ein bisschen schneller. Um dem anderen irgendwie jetzt zu entkommen. Oder den halt sofort zu kommen, bevor der jetzt irgendwie zurückkommt. Müsste ein Schiss ungefähr sicher sein. So, da muss sein Schuss vorbeilaufen. Bleib genau hier stehen. Der muss hier vorbeilaufen. Dann müssen wir hinter den irgendwie wieder auf die Plattform. Dann müssen wir weiter. So schnell. Keine Zeit verlieren. Haben wir wieder jemanden. Hey, wer ist da? Was ist das? Na gut, das war jetzt nicht gut getimt. Der kommt jetzt zu uns. Wer bist du? Du bist zur falschen Zeit am falschen Ort. Trau dich doch! Der hat uns gar nicht sehen dürfen. Der hat uns gar nicht sehen dürfen. Hast weiche Knie bekommen. Warum kann der uns denn schlagen? Wir rennen genauso schnell wie der. Hör auf, den anzuvisieren. Ja, wir hängen jetzt hier fest. Geiles Spiel. Komm, ich komme hier nicht raus. Gab's denn? Man konnte doch springen. Man kann doch mit dem Pferd auch springen. Nö, man kann. Doch, Leertaste, ja. Also, ich drück mal Leertaste, Leute. Ja, ich häng fest. Ich komme nicht raus. Und springen tut der Wichser nicht. Wer ist da? Was? Hi, Leute. Hi. Sieh an, was da unter einem Stein hervorgekommen ist. Was ist das? Du hast gehört, was Eric gesagt hat. Scheiße. Ich häng wieder fest. Ach du Scheiße. Reicht das oder sind die immer noch mehr her? Boah, die Sichtung da hinten war wieder richtig beschissen. Ich kann das Pferd nicht hierher. Ich muss irgendwas fallen lassen. Vielleicht liegt das daran, dass ich irgendwas dabei habe, was so schwer ist. Was kann schon loswerden hier? Beide Kettenlinge, die sind kaputt. Fallen lassen. Ah, jetzt kann ich springen, das ist ja schön. Jetzt auch zu spät. So, wo muss ich hin? Ich hab ein A. Bin ich jetzt sicher? Ich sag einfach, ich bin jetzt sicher. Schwert in die Hand, Schild in die Hand. Bogen.
dann machen wir es so wie immer. Wir gehen nach und nach ab. Jeweils die besseren werden wieder angezogen. Also der ist genauso gut wie der, oder was? Nur, dass der nicht so auffällt. Gut, na, dann ziehen wir natürlich den an. Gut, da haben wir alles wieder da. Als ob, warte mal, das hat einen höheren. Ne, hat's nicht. Wollte schon sagen, so, und dann würde ich gern die gewöhnlichen Pfeile ausrüsten. So. Damit sind wir wieder voll ausgerüstet. Pishek will uns hier unten treffen. Ich habe meine Ausrüstung. Vollkommen. Glaube ich zumindest. Also, laufen wir in die Richtung. Und treffen unseren Bishek. Warte mal. Nahrung. Ach so. Nahrung. Hier ist ein Heilmittel. Ah. Für den Meriad. Wir haben den Ringelblumenaufguss. 1. Immer die 2. Das müsste erstmal reichen für ein bisschen Heal. Ich muss bloß aufpassen, dass die uns nicht mehr erwischen. Das Pferd kann ich immer nicht her. Dein Pferd kann nicht hin. Wir sind doch komplett woanders. Wir sind bald bei Bishek. So. Ich bin leider erschöpft, weil wir halt so wenig Leben haben. Ist er das? Das ist er. Bishek, was los? Wir sind draußen. Jetzt musst du deinen Teil der Abmachung einhalten. Ja. Keine Sorge, ich halte mein Wort. Aber ich muss nach Ratai zu meinem Vater. Sie nahmen mir mein Geld weg, als ich gefasst wurde. Was? Gut. Wir sollten sowieso schnell die Fliege machen. Du wirst mir helfen müssen. Irgendwie hat mir die Behandlung dieses Hühn nicht gut getan. Du hast nicht zufällig irgendwo ein Pferd versteckt. Ein Pferd? Daran habe ich nicht gedacht. Das sieht mir doch völlig anders aus. Alles klar. Wir brauchen viel zu lange. Wenn die irgendwas vorhaben, wir schillen uns hier die Dings zusammen. Sind wir da? Komm. Wir müssen. Schnell. Die haben irgendwas vorgehabt. Na, morgen. Es ist morgen. Er ist natürlich richtig Bullshit, wenn schon Ratai belagert wird oder so. Oder am besten noch, dass alle da drin verscheucht wurden und die Banditen jetzt da drin herrschen oder so ein Kack. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt alles so wunderbar funktioniert hat. Vor allem, weil wir es lange gebraucht haben. Ja. Die genießen richtig. Gab es Kunde über deinen Jungen, Ratzig? Noch nicht. Ich hoffe, der Bursche hat sich nicht übernommen. Wird mich nicht überraschen, so draufgängerisch wie der ist. Ich frag mich wirklich, von wem er das wohl haben mag. Hör auf, Hanus. Die Säcke. Verzeiht, Herr, dieser Kerl hier, Heinrich! Vater? Ich sag's ja, ein Draufgänger. Nun, wie ich sehe, warst du nicht untätig und wir haben dringend eine Unterhaltung zu führen, unter vier Augen. Mir scheint, als hättest du einiges zu berichten. Was ist geschehen? Ach, einiges. Ich saß eine Weile in Vranek fest, aber ich weiß jetzt, was sie planen. Ich will zuhören. Wie, die machen jetzt so einen Cut und dann, ach so, ich weiß jetzt alles. Danke, dass du mir alles erzählt hast. Es wird ausgeheckt und von wem? Raus damit, Junge!
Es besteht kein Zweifel mehr. Dieser ungarische Adlige steckt dahinter. Der, den du am Tage von Sigismunds Raubzug auf Skalitz zu Gast hattest. Herr Istvan Toss. Toss und seine Schergen. Es passt alles zusammen. Sie stellen die gefälschten Münzen her und nutzen sie, um Söldner anzuheuern. Er hat bereits eine beachtliche Streitmacht in Vranik versammelt. Aber was zum Teufel will er? Das weiß ich genau. Aber es wird euch nicht gefallen. Wie das? Wir hatten eine lange Unterredung. Was? Beim Versuch, in ihr Lager zu gelangen, wurde ich gefangen genommen. Wir unterhielten uns und er verriet mir seinen ganzen Plan. Was? Vermutlich dachte er, er müsse ihn nicht länger geheim halten. Das überrascht mich nicht. Warum nicht? Was hat dieser Bastard vor? Er dient Sigismund und will König Wenzels Verbündete vernichten. Also uns. Er hat eine beachtliche Streitmacht formiert und ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob wir sie besiegen können. Niemand wird uns jetzt zu Hilfe eilen. Elender Hundsfott! Ich zieh ihm die Haut ab! Wie viele Männer hat er? Über 100, würde ich sagen. Ja. Wie gut ist Ihr Lager befestigt? Es handelt sich dabei um eine verlassene Feste auf einem Hügel über Sasau, umgeben von einer Palisade. Drei Seiten sind unzugänglich. Bastard! Ich vernichte dieses Gezücht! Das ist leicht gesagt, alter Freund. Toss scheint kein Risiko einzugehen. Zusammen mit Divish können wir genug Männer aufbieten. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Dieser Bastard giert nach einer Schlacht. Also sollten wir es sein, die Zeitpunkt und Ort bestimmen. Zweifellos. Wir müssen sie überraschen. Am besten greifen wir morgen Nacht an. Schneller können wir uns nicht bereit machen. Das wollte ich hören, Ratzig. Heinrich, lass dich zusammenflicken und begib dich danach umgehend zu Herrn Divish von Talmberg. Sag ihm, er möge mit all seinen fähigen Männern morgen Abend noch eine Schlacht marschieren. Wir erwarten ihn dort. Ja, Herr. Endlich kann ich zeigen, dass mein Schwert nicht bloß ein Schmuckstück ist. Was denn, Heinrich? Gibt es noch etwas? Also, wir müssen uns noch um Bischek kümmern. Und wer ist das? Da. Bischek kommt aus Skalitz. Er half mir bei der Flucht und rettete mir damit das Leben. Ich versprach ihm eine Belohnung. Nun, Bischek, wenn du meinen Sohn gerettet hast, bin ich dir zu Dank verpflichtet. Bitte nimm das als Zeichen meiner Dankbarkeit. Hab Dank, Herr. Danke für die Großzügigkeit. Unter diesen Umständen fragen wir nicht, wie es sich zutrug, dass du bei diesen Schweinen in Vranik warst. Du gehst besser, bevor ich anfange, darüber nachzusinnen. Ja, Herr. Hab Dank, Herr. Lebt wohl, die Herren. Danke, Heinrich. Gott sei mit dir. Okay, Plan steht. Nimm ein gutes Mahl zu dir und lass deine Wunden verarzten. Du siehst scheiße aus. Falls du Ausrüstung benötigst, sag es Bernhard. Er wird dich ausstaffieren. Ja, mein Herr. Kein mein Herr mehr. Ich bin dein Vater. Ja. Ich schwöre, ich wollte es dir sagen, Junge. Es grämt mich, dass ausgerechnet Istvan mir zuvorkam. Aber jetzt haben wir wichtigere Dinge zu tun, Später haben wir noch genug Zeit, um zu reden. Oder nicht? Und jetzt werde ich ja getroffen. Wie du wünschst, Herr... Vater. Gut. Nun begib dich schnellstmöglich zu Divish, mein Sohn. Also, so wie ich das jetzt sehe, ist es so ein typischer Moment. Er sagt, wir reden später drüber und ich wette, er geht drauf, bevor man drüber reden kann. Safe. Quest begonnen. Rache. Sehr aussagekräftig. Gehe zu Hauptmann Bernhard. Also lassen wir uns ausrüsten. So. Davor müsste erst wieder Ladescreen weggehen, der natürlich so altbekannt ist. Der quasi fast immer kommt. Yo. Ja, okay. Warte mal. Was ist das? Was war denn jetzt los? Du machst das Ding auf, das schreit mich jeder an, als wäre hier komplette Eskalation. So. Was muss ich loswerden? Ich muss das loswerden. Das. Spitzpfeile. Ich brauche Pfeile. Wir haben hier Pfeile. Gute Pfeile. Ja, geht so. Was haben wir noch drin? Die ganzen Rüstungen. Ich muss mich reparieren lassen. Also,
Wir haben noch zu viel Schaden, meiner Meinung nach. So, erstmal aufräumen. So wie immer. Nahrung brauchen wir auch nicht mehr so viel. Die Brezel lassen wir drin. Die Pilze, Heimel brauchen wir nicht. Die Karotten brauchen wir nicht. Den Käse nicht. Den könnten wir vielleicht brauchen. Den würde ich vielleicht mal auf 3 abziehen. Salami weg, Schnaps weg. Das weg, das weg, das weg und das weg. Was haben wir noch? Nichts Besonderes. Die saure Kirsche brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Die Verbände brauchen wir auch nicht ganz so viel. Groschen, 23k, alles wird da. So, da würde ich aber sagen, bevor wir dann hier rausgehen, endet hier erstmal die Folge zu Kingdom Come Deliverance. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal und tschüss.